Wir springen rein in Ziok. Long, long ago, somewhere nearby yet far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart and wisdom unseen by beloved monarch, the gold-haired good queen. Always close, right by her throne, was the little princess Chok. Ah, das sind wir. Seen alone. Where queen went, daughter would walk. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast, brought to flames all that came near. Queen said, my dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear. But in her heart, the princess felt fear. Was mir sofort gefällt, ist, dass sie auf Deutsch die Übersetzung auch so gemacht haben, damit sich's reimt. Leading an army, away the queen rode. Everyone prayed for her quick return home. Except one who in the castle remained to use the queen's absence for his own gain. The royal wizard, burned by ambition, had sworn with evil forces coalition to realize his sinister plan to rule the minds of all women and man. Set upon the highest tower, the wizard unleashed his power. The sky went black and lightning stormed. The castle began to transform. Towers once bright became dark as night. From walls and floors broken, crawled horrors unspoken. The vile wizard and his minions made the castle their dominion. While the princess bravely fought, she eventually too was caught. Oh je, mit Mut und Verstand, das könnte nur schief gehen. To the dungeon, take her! A prisoner, make her! Keep her there and lock the door! Interrupt me no more! Said the wizard and disappeared. Yet what he really should have feared was leaving but a single lock between escape and Princess Chok. Da sind wir. Ziok. Die kleine Prinzessin. Im Gefängnis. Wir können drüber klettern im Notfall, oder? Hallo. Wie nett. Er spricht mit uns. Er versucht es zumindest. Was willst du? Was ist dein Problem? Ich habe irgendwas anscheinend. Ein Medaillon habe ich. Kann ich das aufziehen? Nein, ich würde es anziehen. Nein? Okay. Also er mag es nicht, wenn er laut ist. Okay. Na gut, dann nehme ich es mal. Dankeschön. Ist mir runtergefallen. Das haben wir auf jeden Fall. Aber wir können die irgendwie anders steuern. Da ist ja jemand drin. Weiß ich nicht. Was machst du? Er winkt. Guck mal, wie nett. Boah, ich dachte gerade ganz kurz, er wird uns den Stinkefinger zeigen. Macht er nicht. Anscheinend machen wir das irgendwie mit Magie oder so. How do you do that?
Ah, der holt sich das Essen, was er wohl nicht soll. Unser kleiner Freund aus dem Dungeon. Ja, hol's dir nur. Los. Wir machen das Medaillon. Wir können natürlich versuchen, das Brot nach vorne fliegen zu lassen. Falls das geht. Ja, hol's dir doch. Ich habe noch abgelenkt. Ne, kein Tutorial für mich. Das heißt, ich kann jetzt hier alles selbst erraten, wie es geht. Guck mal, hol dir das doch jetzt. Guck mal hier, das Brot. Hol's dir, Typ. Wahrscheinlich willst du es haben. Dann halt nicht. Ich muss irgendwie darüber, nehme ich mal an. Kann man hier irgendwas Bestimmtes machen? Ich kann nicht nach rechts und links laufen, oder? Nein, kann ich nicht. In den Pfeiltasten auch nicht. E, interagieren geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Es wird mir auch nichts gesagt. Ich muss alles wirklich jetzt vom Scratch irgendwie rausfinden. Wenn ihr Vorschläge habt oder sonstiges, ich bin sehr dankbar für Hilfen und Ideen. Den ablenken lassen und dann den vorgucken. Guck mal hier. Nein, nein, nein. Du sollst klopfen. Ich pointe und klicke ja. Knapp dagegen, genau. Und jetzt musst du rausgucken. Und wenn du klickst... Ich will ihn doch ablenken. Ich will dem Monster unten das Essen geben. Du willst doch Silence haben. Why kill you? Das hast du doch vorhin schon gesagt. Okay. Was haben wir hier? Und wir können damit auch klappern lassen. Wir können anscheinend irgendwie alles mit Gedanken oder so kontrollieren. Ich weiß es nicht. Okay, können wir da hinten raus? Ah, wir gucken raus. Okay, wir schauen mal raus. Da unten sind wir. Errungenschaft freigeschaltet, neugieriger Blick. Immerhin. Ja, oh, da war er schon ein bisschen saurer. Ich glaube, er ist langsam genervt. Also mit Rechtsklick nehme ich es wieder raus. Also ich kann mit Rechtsklick mit der Yaw nehmen und mit Linksklick halt irgendwie interagieren lassen. Kann ich es auf ihn draufwerfen? Also bitte. Was soll das denn hier? Wie sind Sie denn drauf, Herr Wärter? So, jetzt habe ich es in der Hand. Wenn ich jetzt hier drauf lüge, lasse ich es fallen. Kann ich es rauswerfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann nur gucken. Ja. Ich kann nur gucken. Also das macht keinen Sinn. Mach's gut, Mareike. Ich wünsche dir auch einen schönen Weihnachtsfeiertag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir viel Spaß morgen. Dann damit nichts machen. Rüber komme ich nicht. Damit kann ich nicht. Also das bringt nichts, das sehe ich schon. 2. Irgendwas mit 2. Hallo. Gibst du Hinweise? Mach doch gar nichts. Was ist los mit dir? Ah! Okay. In Ordnung. Chaos pur.
Ich weiß nicht, warum das jetzt funktioniert hat. Hallo, wer sind Sie? Ich glaube, er möchte, dass ich leise bin. Ihr Typ, wollt ihr denn essen? Dafür will ich gerne Ding haben. Guck mal. Hier, Junge. Aber jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Ich habe kein Medaillon mehr. Hier, guck mal, das Essen. Nimm dir das Essen. Er freut sich nicht mehr. Doch, er freut sich immer noch. Hier, du. Hol dir dein Brot. Da ist Brot für dich. Wir haben für ein bisschen Chaos gesorgt. Ist natürlich nicht sehr nett von mir. Aber... Ah, jetzt kann ich da rüber gehen. Dankeschön, Herr Skelett. Komm, steh auf. Guck mal. Ich nehme das Brot und gib's dir. Hier, guck mal, du kriegst Brot. Hier, du kriegst Brot. Dafür krieg ich Schlüssel. Brot für dich, Schlüssel für mich. Okay, dann anscheinend nicht. Dann lass uns mal rausgehen. Jetzt merkt er, ich brauche einen Schlüssel. Da unten, der hat einen Schlüssel. Deswegen wollte ich ja von ihnen einen Schlüssel bekommen. Kleine Ziok. Ach so, stimmt. Ich muss das ja so nehmen. Danke. Hier, guck mal. Dankeschön, mein liebes Monster. Sehr nett von dir. Es hat mich angetätschelt. Oh, das mag sie nicht. Das mag Ziok nicht. Da ist sie nicht begeistert von. Aber jetzt können wir hier rausgehen. Danke, Blackie. Das sind so Schritte, die könnte man eigentlich wissen und verstehen. Aber anscheinend doch nicht. Lass uns laufen. Oha. Kätzchen und eine Wache. Die versucht, das Kätzchen zu retten. Hallo. Hi. Ich wohne hier. Hallo. Oh. Dankeschön. Warum guckt die denn so kriescremig? Naja, wir laufen mal weiter, gell? Tschüss. Oh, Sarkophage. Sehr gut, da ist doch was Wichtiges drin. Guck mal. Das ist doch 100% wichtig. Okay, wir nehmen das hier. Oh, ein Spinnlein. So, jetzt tun wir das da drauf. Das ist doch 100% wichtig. Guck mal. Und das muss 100% gedreht werden. Dass es passt. Das ist bei den anderen auch. Gut, dass ich Lake Ridden gespielt habe. Da habe ich diese Rätsel ja immer sehr... sehr schnell, also sehr, sehr langsam und sehr spät gelöst. Oh. Da passe ich doch 100% rein. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin? Kann ich dich wieder mitnehmen? Nö. Das sind die ersten Methoden von Fingerabdrücken, die übrigens gemacht werden. Hallo Spinnlein, ich habe eine Leiche gefunden. Oh, ist das ein Unsichtbarkeits-Ding? Unsichtbarkeitsmantel. Sehr schön. Den können wir jetzt nutzen, wenn wir wollen. Hier drüben noch was drin? Oh, da guckt er mal draus. Hallo. Ja, in so alten Häusern passiert das ja mal, dass die
die ganzen Sachen drumherum anfangen, auf einmal sich zu bewegen. Aber ich glaube, mehr ist hier nicht. Also gehen wir wieder raus. Jetzt könnte sein, dass sie Harry Potter ist, gell? Ich glaube, sie ist ein bisschen davon beeinflusst worden. Können wir hier nach rechts gehen? Okay, Moment. Wir ziehen ihn mal ganz schnell an. Damit sie uns nicht sehen. Das war noch gerade Ed und Eddie. Und jetzt gehen wir hier hoch. Betätigen den Schalter, weil ich es kann. Die schaut echt die ganze Zeit böse. Finde ich auch. Ich weiß nicht warum. Okay, da saß ich gerade eher so ein bisschen so... Oh, ich habe Glück gehabt. Ach so. Verdammt, ich war zu langsam. Hi. Ich war zu langsam. Ich habe den doch... Okay, ich muss die Maus-Sense, glaube ich, ein bisschen höher stellen. Dass ich schneller an die einzelnen Orte komme. Gerade so. Ja gut. Was wäre das auch bitte ohne... Tode, in Anführungszeichen, oder Fails. Licht aus. Wir laufen mal weiter. Oh. Das war jetzt uncool. Ja, da komme ich nicht weg. Hi. Wie komme ich jetzt hier entlang? Ich glaube, ich muss den ausziehen. Weil ich komme hier nicht hoch. Also ich bin da auf jeden Fall verloren. Also ich muss den wieder ausziehen. Und dann laufen und dann anziehen, wenn sie kommen. Damit sie denken, da wäre nichts. Ich will da nicht hinlaufen. Das wollte ich doch gar nicht machen. Ich wollte den noch ausziehen lassen. Diesen doofen Mantel. Damit ich ihn dann anziehen kann und eben nicht verloren habe. Warum hilft mir die Spinne da oben nicht? Weil sie hatten ja eigentlich gerade gar nicht an. Ich habe mir im Inventar. Ich gehe mal. Zurückgehen kann ich auch nicht. Sobald ich das mache, läuft sie nach vorne. Ich will den Tarnumhang ausziehen. Okay, das ist ein Unterschied. Ich verstehe das nicht. Ich will ihn ja ausziehen, diesen Tarnumhang. Damit kann ich ja nichts machen. Becky, ich weiß. Selbst für mich ist sie ein bisschen jung. Aber trotzdem. Was soll das denn hier oben? Ich kann da oben nichts machen. Ich kann nur laufen. Und sobald ich laufe, falle ich hier runter, verliere meinen Mantel und das Ding ist zu Ende. Ich glaube nicht, dass ich die Spinne irgendwie beeinflussen kann oder so. Oder kann ich hier einfach durchrennen? Es wird nicht funktionieren. Weil jetzt bin ich in der Sequenz, da kann ich nichts machen. Guck, und jetzt ist der weg. Hier, Spinne, mach was. Ah, okay. Wow. Okay. Komm, steh auf. Tu nicht so. Danke, Spinne. Vielen Dank. Oh, sie winkt zurück. Wie niedlich. Komm, wir gehen weiter. Oh, das war knapp. Okay. Ah, okay, wir können uns ducken.
Tschüss. Das ist heftig, Blackie. Und denk dran, man sieht den Chat. Und es wird wahrscheinlich hochgeladen werden, also. Okay, er wird wieder gebowlt. So nicht. 3 Strikes und du bist raus. Okay. Wow. Da kann ich nichts machen. Da konnte ich gerade nichts machen. Wahrscheinlich hätte ich dann hier oben wieder das Licht ausmachen müssen oder so. Aber zuerst wird gesprungen, okay. Und dann geduckt oder gesprungen? Nochmal gesprungen. Kein Problem. Und jetzt wird geduckt. Natürlich. Wer hat das Licht ausgemacht, ist die Errungenschaft. Vielen Dank, kleine Spinne. Du hast mir wieder mal geholfen. Okay, was tun wir hier? Tschüss. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die runterlassen will. Das sind doch Soldaten, oder? Genau. Das dachte ich mir gerade. Wenn ich die runterlasse, bin ich ja irgendwie am Ende. Ja, dann lass mir doch einfach so hängen. Nicht? Tschüss. Oh, das brauche ich. Natürlich brauche ich das. Jetzt wird gleich ein bisschen geangelt werden. So, und jetzt musst du das da holen. Los. Angel, kleine Ziok. Angel. Fast erfolgreich. Ich hoffe, das ist dein Spinnennetz. Und nicht das von einem Großen. Ich glaube, mehr geht hier nicht. Das war geplant, Mr. Cat. Man arbeitet sowas nur mit Netz und ohne doppelten Boden. Brauche ich von dir noch was? Ich glaube, den Speer könnte ich mal mitnehmen, oder? Wenn die nichts dagegen haben, der Herr. Er klärt dann einfach auf dich drauf. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Muss ich springen? Ist jetzt ein Trampolin? Ah ne, wir klettern einfach an der Wand hoch. Wir suchen es zumindest. Aber dann nehmen wir diese beiden Radsprossen, hauen die uns in die Wand und arbeiten uns damit hoch. Wir sind Bergsteiger. Pioniere. Los geht's, Ziok. Zeig, was du kannst. Ja, weiter. Nicht aufhören. Komm schon. Bist doch nicht müde, oder? Bist du noch jung? Kann es sein, dass sie bouldern geht? Die ist echt gut da drin. Tada! Sehr gut.